32. Hier. Macht grün. Oh, da habe ich das Aufhebesignal. Ist so weit da hinten, oder wie? Tja, jetzt rauscht er hier durch. Da guckt er, gell? Er fährt nämlich ins Depot. Und warum fährt er ins Depot? Weil man nämlich Waggons anhängen. Was kann ich hier eigentlich aufrüsten? Strom. Okay, Wagen. Was ist denn da dran an den Dingern? Der hier, ne? 100 km/h, 14 Packs, okay. 14, 40, 54, so machen wir das. Das reicht dann aber erstmal, weil da hinten standen ja nicht so viele. So, und welche Linie war das jetzt? Danke. Achso, wenn ich im Depot bin, kann ich wieder nicht. Weitersbach. Rovenau. Weitersbach. Rovenau. Das ist die Linie. Ab geht's. Jetzt haben wir da natürlich junge Waggons da dran. Da muss man, wenn man einen Zug tauscht, dann tut er ja auch, wenn da zum Beispiel nur Waggons dran sind, die nur so ein paar Jährchen alt sind, das... natürlich auch blöd. So, jetzt haben wir 70 mitnehmen. So, zeig ich mal her. Wollt ihr auch alle dahin? Nicht alle, aber okay. Ja gut, die Linie war ja jetzt wieder fast resettet. Ja. Jetzt fahren wir mit dem nochmal mit. Haben wir hier auch eine Mitfahrt. Das ist jetzt Stufe 2, also nicht die einfache Geschwindigkeit. So, halt mal an. Da ist noch kein beschränkter Bahnübergang. Können wir auch ändern. Oh, speichern ist das. Das ist autosave. Deswegen bleibt das eben hier hängen. Ja, ja, ja. Apropos autosave, dann ist doch aber eigentlich... Hey, keine neuen Wagen. Weil das ist ja immer zum Jahresende. 78, 79, 70. Der fährt 90, glaube ich, ne? 90 macht der. Deswegen sind auch die 100 km/h Waggons da dran. Ja. Die erreicht er auch. Hier muss er nicht bremsen. Full Speed. Mehr macht die Lok nicht. Mehr macht die Lok nicht. Jetzt hoffe ich, dass wir hier wieder welche warten. Wir gehen hier mal raus. Ja, nicht so viel, aber 400.000 haben wir hier schon mal jetzt gemacht. Er ist voll. Von hier ist er voll. So, wie sieht's aus, Jungs? ÖPNV? Ja, nicht so viel. Ah doch, die gehen da drüben hin. Wieder lange nichts. Jetzt schauen wir uns nochmal 6 Millionen. 3 Getreide, ja okay, die sind noch. Lebensmittel, ist nicht mehr so wirklich viel, ne? Das ist ja schon Pillepalle. ÖPNV, ÖPNV. Oh, hier, guck mal. Ja gut, aber der hat ja hohe Unterhaltskosten. Sag mal her. Hier. 1,31 Millionen. Okay.
Da haben wir das. Diese solche Produktionskästen sind schon übel. Jetzt haben die hier aber, die haben die ganze Straße schon ausgebaut, ne? Fahren die hier selber? Können wir auch anklicken. Fährt zum Wohnort, der wohnt da. Hey. Und der arbeitet da. Also die pendeln hier, es sind Pendler. Sag mal her, du. 15 nur. Nur weil ich die. Wieso so wenig? Wieso nur 15? Wo wollt ihr denn hier hin? 126 nach Leuen. Das da. Wow. Da können wir, glaube ich, jetzt nochmal. Wo ist er denn? Wo ist denn der Zug? Bist stecken geblieben. Übrigens, warum gibt es eigentlich keine Defekte in dem Spiel? Oder mal Unfälle. Wo ist er denn? Da ist er. Fährt auch nur 60. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie alt darfst denn du werden? Wahrscheinlich 35, ne? Die Lok gibt's ja nicht mehr. Kann ich nicht mehr nachschauen. Na, komm. ÖPNV, Bövenau. Ja, okay, der hat's aber schon. Der fängt jetzt an zu laufen. Getreidedüsenbrücken. Was ist denn mit dem Getreide los? Getreide und Lebensmittel. Das müssen wir uns ja nochmal anschauen. Ich will den eigentlich dann. Ja, was heißt. Sollen wir da groß warten? Das ist was für eine Strecke? Pax Bovenau Leuen. Zeig mir das bitte mal an. Fahrzeuge. Da ist nur der eine drauf. Fahrzeugersatz. Fahrzeug wählen. Erst gucken wir mal. Lokomotiven. Der ist halt teuer, ne? Den Ersatz können wir uns auch gar nicht leisten. Die fährt immerhin 90. Fährt 100 mit 120 Kilonewton. Die kostet aber 2,4 Millionen und 412.000 im Unterhalt. Die kostet die Hälfte. Fährt 90. Das schafft ihr aber auch. Machen wir so. Entschuldigung. 90 fährt das Ding. Den Vierachser schwerer Schnellzugwagen mit zwei Drehgestellen, den gibt's ja richtig lang, der geht bis 1995. Okay, was setzt man eigentlich sowas ein? So, was machen wir da jetzt? Da kostet 1 Million. Davon müsste ich eigentlich 4 kaufen. Auf dieser Strecke, meiner Meinung nach. Und hier eigentlich 5 von. Der ist 1, 2, 3, 4, 5. 4,7 Millionen. 6. Zack. Vielleicht haben wir kein Geld mehr.
Pass auf, gleich wieder ausgetauscht. Zack. Waren bei 100. 102 Paxe. Das ist, glaube ich, der Personenzug mit den meisten Paxen, den wir jetzt haben, ne? Das ist viel. 102, da. Schau doch mal. Das zieht die aber auch. Kommt die aber auf 90? War das jetzt zu viel? Eigentlich nicht. Fährt ja jetzt schon schneller als die alte. Und die hat nur, was, 3 Waggons gehabt oder 4 maximal. Also 55 Paxe, die macht 102, ist voll. Mal schauen. Gehen wir Gas hier. Ja, 63. Zurück dürfte die deutlich schneller sein, da geht's bergab. Da haben wir 913 Dollar verdient, 3,2. So, jetzt fahren wir mal langsam in den Bahnhof mit 65. Oh, man sieht ja kaum was. Dann mache ich das mal so und so. Gott, ist das Ding voll. Guck dir mal den Bahnhof an. So, dann schauen wir mal, was hier passiert jetzt, ne? 102 Paxe. 1 Million. Wollen die jetzt weiter oder gehen die in die Stadt? Oh, ein großer geht in die Stadt. Wir haben gleich einen ÖPNV noch. 1 Million haben wir erstmal gemacht. Und voll. 102 Paxe. Wow. Mal ausbauen ist mit dem Bahnhof nicht mehr, ne? Müssen wir so viel abreißen, da habe ich gar Lust zu. Da will ich nicht. Fängt an zu ruckeln. Tut's ja manchmal. Ja, das gefällt mir. Achter, siebter. Du wirst ja wohl noch dieses Jahr ankommen, ne? Komm, ich mach mal schnell hoch, schnell vorwärts. Jetzt gucken wir mal nach der Geschwindigkeit. 75, okay, ja, ja. Zurück ist, macht er die 90. Die hat er. 90 hat er. Dann gucken wir, was er jetzt noch an Kohle einfährt. Zack. Was steht hier rum an Material? Siebenhunderttausend. War aber auch lange zum Abladen oder halt, dass die raus sind. Was, ja, aber 102 haben wir hier nicht stehen jetzt, glaube ich. Nur 45. So, aber ihr geht doch hier. Hey! Ihr geht doch hier jetzt zu meinen Bussen, ne? Komm, jetzt rollen wir hier ran. Schauen uns das mal an. Nicht so wirklich viel, ne? Okay, die gehen darüber. Was ist hier eigentlich für eine Werbung? Da ist der Flying Scotman. 66. Ah, der sollte jetzt aber auch da. Aha. Er hat ein bisschen gebraucht. Er hat ein wenig gebraucht, aber jetzt macht er. Gut, hier müssen wir natürlich aufpassen, wenn da die Kosten explodieren, ne? Was denn jetzt? Ach, wo? Ach so, den kommt vom Scotsman. Oh ja. Sehr schön. Da kommen neue Passagiere hier. Neue Paxe für die Züge. Ja, die hier ankommen, die wollen ja dahin. Ja, das sind die. Ihr dürft einsteigen. Ja, ist der voll? Ja. Nee, wollen sie nicht. Wo wollt ihr hin? Ist das hier
Wollt ihr saufen gehen hier? Das Lokal? Restaurant? Okay. Eure Entscheidung. So, wir haben immer noch keinen Schiffsverkehr, ne? Aber ich meine, der hat uns ja mal fast das Genick gebrochen, der Schiffsverkehr. Das war ja in dem anderen. Wenn man auf Foren liest, der funktioniert eigentlich nicht wirklich. Wenn man Glück hat, ja. Aber hier ist eigentlich auch... was soll ich denn machen mit dem Schiffsverkehr? Ja, wir könnten jetzt hier hinten... Da hast du Waren. Also der produziert Waren. Den Kram müssen wir da hinmachen. Entweder mit Stahl oder mit Kunststoff. Als Beispiel. Das brauchen wir nicht, ne? Also, dass man da hier das hin schafft oder auch wieder abholt. Da ist Sachsenbande. Gott, im Arsch der Welt. Was ist eigentlich hier los mit euch? Das habe ich ja vorhin schon gesehen, dass das nicht so wirklich prickelnd aussieht. Nichts wartet. Warum wartet nichts? Weil Dusenbrücken? Nee. Bedient ist, oder? Ja. Dusenbrücken ist bedient, hat auch kein Wachstum. Oh Gott, okay. Müssen wir aufpassen hier, dass die Linie uns dann da richtig Schulden reinhaut, weil... Was ist denn hier hinten noch? Was kann ich mit Dusenbrücken machen? Nichts. Da ist Burgwalde. Da ist Sachsenbande. Die brauchen aber hier... Das ist auch weit. Und Tunnel. Aber müssen wir hier was anderes noch produzieren. Hier ist solche die Plastikproduktion. Öl und Korn. Getreide. Öl haben wir ja hier. Irgendwo rumfliegen. Aber hier zum Beispiel Stahl und Schlacke ist kein Endprodukt. Das müssen wir weiterverarbeiten. Haben wir nicht. Naja, okay. Gut, wie das weitergeht, das sehen wir in der nächsten Folge, liebe Freunde. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und zum Schluss, ja, zum Schluss machen wir nochmal, was machen wir zum Schluss eigentlich nochmal? Wir machen nochmal eine Mitfahrt, also ich lasse euch dann mal in Ruhe. Wir fahren hier mit unserem neuen Züchlein mal, komm mal her. Zack, ins Führerhaus. Ja, ich mache da mal eine Mitfahrt dorthin und nochmal zurück. Und dann ist Feierabend. Ich bedanke mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.